Hi Freunde, willkommen zurück zur zweiten Folge von Five Nights at Various 2. Weiter geht's. Ich bin erschrocken in der letzten Folge. Habe ich die ganze Zeit meine Augen auf Wario. Und wer killt uns? Der blöde Pilzpenner. Toady. Ah, Gott, bin ich erschrocken. Unglaublich. Auf ein neues. Nacht Nummer 2. Ich muss mal genau auf Geräusche achten. Ich weiß nicht, wie der zu uns ins Büro gekommen ist. So, den Anruf können wir skippen. Den haben wir schon gehört. Hey. Schnauze. Okay. Wie ist Toad zu uns gekommen? Wahrscheinlich über die rechte Seite hier. Kamera 6, 7, 9. Der Typ am Telefon hat ja gesagt, hier im Tool Storage, da scheint öfters irgendwas Unheimliches vorzugehen. Irgendein schlechtes Gefühl hatte der gehabt. Und wir sollen uns, wenn wir hier bedroht werden, völlig still verhalten. In diesem Raum verstecken und nicht mal am Generator hier rumdrehen. Bei Wario hat das auch ganz gut geklappt, aber wie kam Toad zu uns ins Büro? Da muss es ja eigentlich auch irgendeinen Hinweis drauf geben. Aha. Wer war das denn? Es war doch hier. Es war doch hier. Hallo. Fuck. What? Ich trau mich kaum was zu sagen. Kommt er wieder ums Eck und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin hier fast noch angespannter als bei... Oh, da! Ich weiß nicht, ob das gut ist, hier schnell woanders hinzuwechseln, wenn wir ihn sehen. Ich hoffe. Squeak! Okay, da ist Wario. Ich verhalte mich ganz still. Und zu den Generator aufladen. Der schwächste Generator ever. Okay, okay, okay. Hier im Garten sehe ich auch nichts bisher. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was bedeutet dieses Geräusch? Ich nehme an, es gehört zu Wario, der kurz vor... Unser Büro ist wahrscheinlich in diesem langen Flur vor unserem Büro. Okay. What the shit? Scheiße! Gehört dieses Geräusch... Gehört dieses Geräusch zu Toad? Dieses... Ich weiß es nicht. Ich hab den auch nirgends... Den sieht man nirgends in den Kameras. Das ist ein bisschen komisch. Wario habe ich bisher immer gesehen, Toadie nicht. Dieser blöde Pilzkopf! Konnte ich noch nie leiden. Ich hab den schon früher gehasst, im ersten Super Mario Bros. Thank you, Mario, but our princess is in another castle. Here, Toadie! Dann such sie selbst!
Früher konnte ich ihn schon leiden. Dieser Hass wird nur noch verstärkt. Super Mario Bros. 2, mit ihm konnte man nichts anfangen. Außer, dass er die Sachen schnell ausgerupft hat, aber ansonsten konnte der nix. Toadie. Kann ich hier aus diesem Game Over Screen nochmal raus? Ich glaube, der Entwickler hat sich so viel Mühe mit dem Game Over Screen gegeben, dass wir den erstmal 5 Stunden anschauen müssen, bevor wir wieder weitermachen können. Schönes Bild, ja. Ich würde aber gern weitermachen mit der zweiten Nacht. Das Spiel ist viel schwerer als der Vorgänger. Kann das sein? Ich weiß nicht, ob ich hier 5 Nächte durchstehe. Ich bin ja schon an der zweiten am Verzweifeln. Zweiter Fail in der zweiten Nacht? Nicht so gut. Wie soll das weitergehen? Aber es ist jetzt auch das zweite Mal, dass Toadie uns um die Ecke gebracht hat. Und es ist wahrscheinlich irgendein Hinweis. Jetzt würde ich... Geh doch mal aus dem Game Over Screen raus. Spiel! Dankeschön. Lieber Entwickler, mach mal ein Update, dass man den Game Over Screen ein bisschen schneller verlassen kann. Das wäre sehr nett. Dankeschön. Okay. Da sind wir wieder. An Ort und Stelle. Tja, was ist das? Was ist der Hinweis, wenn Toadie kommt? Schnauze, du Depp. Vielleicht war es dieses Türenquietschen? Ich dachte aber immer, das gehört zu Wario. Das ist blöd bei Toad. Bei Wario sieht man immer, der kommt langsam auf uns zu. Toad war immer plötzlich bei uns im Büro. Ich glaube, wenn ich jetzt das Türenquietschen höre, werde ich nur noch hier im Hinterzimmer bleiben. Okay. Und hier draußen, wir haben hier dummerweise keinen Lichtschalter. Dass wir mal den Flur beleuchten können. Wir sind hier auf den Blitz ab und zu angewiesen, der hier alle Schaltjahre mal kommt. Genauso wie hier in Tool Storage. Wenn wir in die Kameras wechseln, sind wir auf jedes Mal wieder standardmäßig auf Kamera 1. Was ein bisschen doof ist. Okay. Ich achte jetzt mal auf jedes Detail. Normal. Jetzt achte ich mal. Bitte, weg. Dieses komische Phantom hier. Kann das sein, dass das so ist wie dieses... Wie dieser Mario im Vorgänger? Dass wir da schnell die Kameras wechseln müssen, dass er dann wieder weg ist? Ich habe keine Ahnung. Ja, wie das Türen quietschen. Ich verschwinde. Ich bin... Ich geh nicht zurück, nein. Nein. Türen quietschen. Bisher hat uns der blöde Toad immer kurz nach so einem Türenquietschen erwischt. Meine ich. Tür zu? Tür an? Ich weiß nicht, was habt ihr mit mir vor, ihr Schweine, ihr verfluchten Penner. Wo ist Wario? Wo ist der blöde Wario? Da ist... Das ist nicht Wario, das ist jemand anders, egal. Hallo, du Arschgeigengesicht!
Hallo. Hallo. Kabum, wieder weg. Gut. Absolute Ruhe! Ich habe noch keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist. Könnte auch immer hier im Hinterzimmer bleiben und den Generator ab und zu mal aufpowern, aber ich glaube, das Spiel hat da irgendwann auch da was dagegen, dass hier auch noch irgendeine Gefahr in diesem Raum kommt, die mich daran hindert, das zu machen. Sonst wäre es ja ein bisschen einfach. Im Moment ist es noch okay, weil wir sind ja auch erst in der zweiten Nacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bleibt, dass wir uns einfach hier feige im Hinterzimmer verkriechen können, ab und zu mal auf den Generator klicken. Ich traue mich nicht mehr rauszugehen! Ich will diese zweite Nacht jetzt schaffen. Dankeschön. War jetzt ein bisschen unspektakulär, aber wir müssen ja ein bisschen vorankommen hier. Alter Verwalter. Okay. Machen wir die dritte Nacht auch noch? Ja gut, weil wir gerade so lustig drauf sind. Weil wir gerade so Lauf haben, ne? Gucken wir nochmal die dritte Nacht rein. So, Freunde, wo seid ihr? Ah, erstmal kommt der Phone Guy. Die Zeit läuft in diesem Spiel auch erst wieder los, nachdem das Telefonat beendet wurde. Hallo? Ah, welcome back. You remember to watch the cabinet, right? You didn't see it opening, did you? I'm sure you did fine. Still no progress on the power, unfortunately. But we're getting an expert tomorrow, so we hope to see some changes. Just hang in there. You remember I said that we built this up from the ashes? Well, this building actually caught on fire many years ago. Luckily though, no one got hurt, or actually, one did. A dragon-like creature, he died in this fire. He was a bad guy. Dragon-like creature. Oh, Yoshi! Ist Yoshi hier dabei? Right below your office, actually. Kinda cool, huh? And kinda disturbing. Ja. Afterwards, Wario later decided to start a food factory of some sort. Either way, just keep going. Remember the generator, yeah? Yeah. Hide if you need to. Check that cabinet as often as you can too. But I'm sure you'll be fine. Hopefully anyway. Danke. Talk to you tomorrow. Tschüss. Also so oft wie möglich hier das Tool Storage Gedönse checken. Und ja, vor einigen Jahren gab es einen Brand hier in dieser Fabrik und es ist niemand verletzt worden, außer eine drachenähnliche Kreatur. Das kann nur Yoshi sein. Und der ist jetzt wahrscheinlich als verbrannter Zombie-Drache hier unterwegs. Ich habe jetzt schon ein Bild im Kopf, wie der aussehen mag. Alter. Okay. Mario. Okay. Mario, 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 Mario. Und da ist wieder Mario. Okay, das ist Toadie. The Cabinet. Der hat ja gesagt, der Schrank. Der Schrank in diesem Tool Storage. Da drin ist also Toadie. Und ich nehme mal an, wenn die Tür offen ist, ist er auf dem Weg zu uns. Den können wir also nicht hören. Den können wir nur ab und zu mal sehen, wenn hier der Blitz einschlägt. Die Frage ist nur, wie lang ist er dann weg? Oh, ist das fies. Komm, Blitz, ich will was sehen.
Oh Gott, er ist weg. Tür. Oh. Wer war das? Wer war das? Das war ein neues Geräusch. Vielleicht ist das schon Yoshi gewesen. Ich nehme mal stark an, dass Yoshi hier gemeint war eben. Oh Gott. Da ist wieder dieser... Ich glaube, das ist Waluigi wieder gewesen. Hä? War es? War es? Waluigi! Blub. Weg, 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 weg! Ganz ruhig! Ganz ruhig, Freund. Oh, fuck, 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 fuck. Wow, er ist in der Nähe! Er ist in der Nähe! Ruhe hier! Schwinde, du Depp! Oh Gott. Psst. Er ist direkt vor uns. Er geht wieder. Hören wir gleich wieder die Tür? Verschwinde! Oh, haha, ich hab's gehört. Scheiße! Okay. Ach ja, heute Nacht werde ich wieder gut schlafen. Das Spiel ist ja viel schwerer als der Vorgänger. Was eigentlich okay ist, der Vorgänger war doch extrem einfach. Da habt ihr eure Jumpscares, Freunde, ja. Wird mich freuen, wir versuchen es natürlich weiter in der nächsten Folge, wenn ihr dann wieder hier dabei seid. Bis dann, danke fürs Zuschauen und tschüssi! Scheiße. Ja, ja. Wow! Fuck you! Einbildung, 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 alles Einbildung. Und das ganze Ding hat sich jetzt vom Aufbau geändert, deswegen blicke ich jetzt nicht mehr so ganz durch. Okay, okay. Oh fuck, das ist ein Gesicht, das ist ein Gesicht, das ist ein Gesicht, das ist ein Gesicht, das ist ein Gesicht. Oh scheiße, ist das Spiel gut.